Am Sonntag, den 10.07.2016, startete auf Initiative des KZ-Gedenkverein Guntramsdorf Wiener Neudorf und mit freundlicher Unterstützung der Marktgemeinde Wiener Neudorf wieder eine Zeitreise in die Vergangenheit, um mit ehemaligen KZ-Häftlingen des Lagers in Wiener Neudorf authentische Einzelheiten zum Lageralltag und zum Todesmarsch zu erforschen. Da diese Ergebnisse mittlerweile mehr als 60 Jahre zurückliegen, ist Eile geboten. Denn unsere Gesprächspartner, die trotz der erlittenen Strapazen bis zum heutigen Tage überlebten, werden naturgemäß immer weniger. Seit den letzten Interviews in Polen vor knapp 2 Jahren sind von den damals 4 nur mehr 2 Häftlinge am Leben. Die Interviews fanden wieder in einem umgebauten und adaptierten Klassenraum einer Mittelschule in Warschau mit besonderem Bezug zur Geschichte der polnischen KZ-Häftlinge statt. Schon der Eingang vor diesem in einen Gedenk- und Gemeinschaftsraum umfunktionierten Klassenzimmer wurde von den Schülerinnen und Schülern der Schule mit Graffiti-Bemalungen eindrucksvoll gestaltet. Gleich zu Beginn wurden wir vom Präsidenten des polnischen Club of Political Prisoners of Mauthausen-Gusen, Jacek Tarasiewicz, empfangen und begrüßt. Dabei kam auch zum Ausdruck, dass man in Polen die jüngsten Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der österreichischen KZ-Gedenkstätte und vor allem die damit verbundenen Ausgliederungen der Zuständigkeiten aus dem Innenministerium sehr genau und mit gemischten Gefühlen beobachtet. Der hochrangige Besuch der politischen Kulturministerin samt Botschafter und TV-Team des polnischen Fernsehens bei Gedenkstätten in Österreich, so auch bei den KZ-Gedenkstätten in Wiener Neudorf und Guntramsdorf, zeugen vom großen politischen Interesse in Polen an der weiteren Entwicklung zum Erhalt dieser Gedenkstätten in Österreich, die sich ja vielfach auf Privatgrund befinden. Man äußert von der politischen Seite Bedenken, dass diese KZ-Gedenkstätten früher oder später einer Privatisierung zum Opfer fallen könnten, wenn sie nicht durch den österreichischen Staat aufgekauft werden. Dieser Verein hat in den 70er Jahren damit begonnen, polnische KZ-Häftlinge aus Warschau aufzufinden und deren Schicksale für spätere Generationen zu dokumentieren. So wurden damals weit über 120 KZ-Häftlinge schriftlich erfasst und in einem dicken Ordner gesammelt. Diese Dokumente wurden von unserem Profi-Fotografen Robert Buchal Seite für Seite fotografiert und werden bei Bedarf auch dem Gemeindearchiv in Wiener Neudorf zur Verfügung gestellt. Bei den Interviewterminen in der Mittelschule waren dieses Mal nicht nur die ausgewählten Interviewpartner erschienen, sondern auch weitere an dieser Thematik interessierte Damen und Herren. Darunter war auch ein Vertreter einer Filmfirma, die im Auftrag der polnischen Regierung einen Dokumentarfilm für das Fernsehen erstellen wird. Aber auch Familienmitglieder und Ehefrauen ehemaliger Häftlinge waren zahlreich gekommen, um den Ausführungen aufmerksam zu folgen.
Im Mittelpunkt allen Interesses stand natürlich Herr Roman Wosch, der ja schon öfter in Österreich war und zuletzt bei der großen Jubiläumsfeier 2015 am Gelände des KZ Guntramsdorf vom damaligen österreichischen Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer persönlich geehrt und begrüßt wurde. Usłyszenie to, co ja te kilkanaście ładnych lat prosiłem zawsze. Dlaczego nie jedziemy do Neudorfu? Jeśli Neudorf my nie znamy, to pobudzimy tamtejsze władze, żeby się obudziły i zobaczyły, że jeszcze żyje tam tych paru członków wtedy. No jakoś to bez echa to wszystko przechodziło i szczęśliwie wreszcie się sprawdziło. Udało mi się wychwycić barak, w którym ja byłem. I to mi się wtedy oczy otworzyły. Otworzyła mi się cała droga wejścia. Tu jak wchodziliśmy do tych baraków. Więc barak zaczynał się od blokowy. Pisarz blokowy. Po drugiej stronie. To byli oni. No i zaczęły się tak zwane pokoje, czyli po niemiecku stuby, tak? Stuby, Nie będą. Po polsku pokoje. I w tych pokojach było tak. Pod ścianą dwa, znaczy te łóżka, dwa łóżka piętrowe. Przy ścianach po jednej kolumnie, czyli dwa, i w środku cztery. Mit Roman Wosch hat sich in den letzten Jahren eine richtige und persönliche Freundschaft entwickelt, die es auch ermöglicht, nach und nach mehr Details aus dem damaligen Leben im KZ und während des Todesmarsches nach Mauthausen zu erfahren. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist uneingeschränktes gegenseitiges Vertrauen. So sind die Interviews mit Roman Wosch immer spannend und voller Überraschungen. Und eines ist mir auch wichtig zu sagen. Keiner der von uns kontaktierten ehemaligen polnischen KZ-Häftlinge ist uns persönlich oder auch Österreich gegenüber hasserfüllt. Diese Menschen sind nur bestrebt, dass all die persönlich erlittene Pein und Unmenschlichkeit nicht in Vergessenheit gerät und ihr Schicksal an jüngere Generationen als Mahnung weitergegeben wird. Der KZ-Gedächtnisverein Guntramsdorf, Wiener Neudorf, die Marktgemeinde Wiener Neudorf und Wiener Neudorf TV versuchen diesen Wünschen auf diesem Wege und mit diesem Beitrag nachzukommen. Bitte helfen Sie auch mit. Aber leider, nicht immer sind unsere Bemühungen, diese Ziele zu erreichen, so erfolgreich wie bei unserem Freund Roman Wosch. Wir waren bei dieser Reise guter Hoffnung, auch jenen Mann zu treffen, der die beim letzten Mahnmalbesuch in Wiener Neudorf als Gastgeschenk überreichten eindrucksvollen Bilder gezeichnet hat. Die Chancen waren nicht schlecht, diese Zeichnungen im Original zu sehen und zu dokumentieren. Unsere polnischen Freunde erhielten nach langem Zureden seine Zustimmung, dass wir ihn zu Hause mit der Kamera besuchen und interviewen dürfen. Nach mehreren telefonischen Zusagen und wieder Absagen erhielten wir am Vorabend die endgültige Zusage. Wir dürften kommen. Alle waren sehr gespannt auf das Treffen mit diesem Künstler. Nur, als es dann soweit war, standen wir vor fest verschlossener Tür. Er wollte oder konnte uns aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes heute doch nicht empfangen, hieß es, und ließ unser Aufnahmeteam buchstäblich im Regen stehen. Aber bei Menschen mit so hohem Alter muss man das auch verstehen und respektieren. Da fühlt man sich wahrscheinlich an jedem Tag anders.
Und so blieb uns sogar unerwartet etwas Zeit für eine kurze Sightseeing-Tour durch Warschau, zu der wir Sie in den nächsten Minuten gerne einladen. Wir beginnen unseren kurzen Rundgang durch die Geschichte am monumentalen Denkmal des Warschauer Aufstandes im Jahre 1944, wo auch für viele unserer KZ-Häftlinge das Schicksal seinen Lauf nahm. Fast alle von ihnen wurden nach diesem gescheiterten Aufstand im Alter von 15 oder 16 Jahren ohne jeglichen Grund auf der Straße verhaftet. Sie mussten sich in großen Sportanlagen sammeln und wurden anschließend mit Zügen überwiegend ins KZ-Lager Mauthausen verfrachtet. Die Rache der deutschen Wehrmacht für den Aufstand von 1944 war eine fast völlige Zerstörung Warschaus und vor allem der Altstadt. Hier blieb kein Stein auf dem anderen. Das ist letztlich aber auch der Grund dafür, dass das heutige Warschau über großzügigste bis zu 12-spurige Boulevards verfügt und so dem Verkehrsansturm der heutigen Zeit bestens gewachsen ist. Allerdings muss man dazu sagen, während unseres Aufenthaltes war Urlaubszeit. Ergänzt wird dieser positive Eindruck noch von einer durchaus beeindruckenden öffentlichen Infrastruktur mit 2 U-Bahn-Linien, zahlreichen modernen Niederflurstraßenbahnen und unzähligen Bussen. Und alle voll besetzt. Auffallend auch für den Besucher die vielen grünen Oasen in der Stadt zur Erholung der Bevölkerung mit eindrucksvollen alten Baumbeständen, Teichen und Schlosslandschaften. Und was uns auch angenehm aufgefallen ist, es gibt in Warschau keine mit hässlichen Graffitis beschmierten Hauswände, Mauern oder Straßenbahnen. Bravo! Warum das aber so ist, konnte uns auch niemand beantworten. Alles begonnen ist bei 30 Jahren. Wieder auf der 700 Kilometer langen Heimfahrt versuchten wir, die ersten Resümees dieser Studienreise zu ziehen. Eine der wichtigsten Personen auf unserer Forschungsreise nach Warschau ist natürlich wieder unser Andrzej Lech, denn er ist ganz einfach der, der die Sprachbarriere überbrücken kann. Er stammt ja aus Polen. Und dankenswerterweise ist er schon des Mehrfachen mit dabei gewesen bei unseren Reisen. Ich möchte ihn bei der Gelegenheit fragen, er war ja derjenige, der die Interviews geführt hat, von denen wir 3 Stunden lang nichts verstanden haben. Und ich wollte ihn fragen, hat es neue Erkenntnisse gegeben? Wenn ja, welche? Wir haben Möglichkeit gehabt, mit Häftlingen von Wiener Neuendorf, Ebensee zu sprechen. Man hat gesehen, dass die wiederholte Reise hat ein wesentlich besseres Klima stattgefunden. Wir haben offene Worte gehört, die Leute, die mit uns, mit denen haben wir das Interview gemacht, haben sich mehr offen gefühlt. Die haben das Vertrauen zu uns gefunden. Ich hoffe, dass wir genug Materialien haben und es wird sicher nicht die letzte unserer Reise nach Warschau. Wir werden Das Traurige ist, dass diejenigen sind immer älter, die werden immer weniger, es wird immer schwieriger, aber diese Arbeit ist uns alle wert und wir versuchen in dieser Richtung noch mehr
Daten und Fakten zu sammeln. Der Herr Buchall, der also unsere Reise heuer mitgemacht hat, hat also Erfahrungen gewonnen und wir wollen wissen, wie diese Erfahrungen aus seiner Sicht gewesen sind. Also wir haben das große Glück, dass wir nach Polen fahren konnten. Wir waren unterwegs in die Hauptstadt, nach Warschau. Und die Aufgabenstellung, die wir uns gestellt haben, war, Zeitzeugeninterviews zu machen. Wir haben das große Bestreben oder das Animo, Leute kennenzulernen, die im Lager Wiener Neudorf gelebt haben, die diese harte Zeit durchgemacht haben. Und wir haben das große Glück, dass noch Leute leben aus dieser Zeit. Es sind zwar nur mehr ganz wenige und wir haben einige besuchen können und haben hier Interviews gemacht. Wir waren mit unserer Reise sehr, sehr erfolgreich, das muss man sagen. Wir suchen Daten, Fakten, Anekdoten, Geschichten, Erlebnisberichte und vor allem ist für uns wichtig zu erfahren, welche Situation haben diese Leute damals im 44er, 45er Jahr dort vorgefunden. Warum ist es gerade für Sie als Buchautor so wichtig, so authentische Informationen zu bekommen? Ich glaube, das größte Glück für einen Forscher ist es, wenn man Zeitzeugen begegnet, die aus erster Hand berichten können. Und da ich mich mit der Umgebung, also mit Österreich generell, aber vorwiegend mit einer Heimatgemeinde, Bezirk Mödling und Baden, sehr auseinandersetze, ist es für mich wichtig zu wissen, was in diesen Flugmotorenwerken Ostmark und dem ganzen Gebiet passiert ist. Ich beschäftige mich im Allgemeinen mit den letzten Spuren des Krieges in Österreich. Meine Hauptaufgabe dabei ist es, sämtliche Bauwerke, die noch existieren, zu fotografieren, zu dokumentieren, auch zu zeichnen, ihren Einsatzzweck zu erfragen und dies zu dokumentieren. Und einer dieser wichtigen Komponenten für diesen Forschungsarbeiten sind die Interviews mit Zeitzeugen, mit Leuten, die uns wirklich aus erster Hand berichten können. Wir sind also schon sehr gespannt, die Ergebnisse dieser Forschungsreise dann in Ihren Büchern zu lesen und daraus zu lernen, was da wirklich in der Vergangenheit abgelaufen ist. Auch auf das freue ich mich schon. Es ist ja auch ganz wichtig für uns, für die Wiener Neudorfer, Guntramsdorfer Bürger, Bürgerinnen und Bürger, dass die mehr über ihre Heimat erfahren, mehr Bewusstsein entwickeln über ihr Leben, über den Lebensraum, über ihr Gebiet. Und ich glaube, dass das eine wesentliche Bereicherung ist für jeden, der in unserer Region wohnt. Herzlichen Dank.